Die Idee, über die verschiedenen Persönlichkeiten beim Autofahren zu sprechen, kam mir, als ich mit einem guten Freund unterwegs war. Einem eigentlich sehr lieben und ruhigen Menschen. Wir haben uns ganz normal unterhalten, als er plötzlich laut schrie. Ich war total überrascht und fragte, was ist denn jetzt los mit dir? Der Grund? Jemand hatte ihm die Vorfahrt genommen. Da habe ich gemerkt, wie Autofahren Menschen völlig verändern kann. Er hat sich innerhalb von Sekunden um 180 Grad gewandelt. Und das brachte mich zum Nachdenken. Wie stark beeinflusst das Autofahren unser Verhalten wirklich? Come on, man, go! What is your problem, man? You know how to fucking drive? Sagen wir es doch einfach, wie es ist. Der Mensch ist egoistisch. Das liegt in unserer Natur. Von Anfang an, sogar als winzige, schreiende Babys, geht es uns nur um eines, unsere eigenen Bedürfnisse. Der kleine Schreihals im Kinderbett? Der schreit nicht nur, weil er hungrig ist. Manchmal schreit er einfach nur, weil er die Aufmerksamkeit haben will. Huh. What is it? I'm up. Oh, you think she's hungry? Yeah, I don't know. Maybe she just needs to be rocked. Mm. Seine Aufmerksamkeit. Und genau dieses Ego bleibt uns ein Leben lang erhalten. Sobald wir in unser Auto steigen, nimmt dieses Ego Platz auf dem Beifahrersitz. Dort, in unserer isolierten Welt auf vier Rädern, wird unser Ego frei wie ein Vogel. Hier gelten keine sozialen Regeln, keine Rücksicht, keine Diplomatie. Wir fahren, wohin wir wollen, wir hupen, wenn uns jemand nervt und wir scheren uns kein bisschen um die Person im anderen Auto. Es ist, als ob die Türen schließen und wir wieder zu dem werden, was wir wirklich sind. Egozentrische Lebewesen, die die Welt nach ihren eigenen Regeln spielen lassen. Vielleicht tun wir uns schwer, das anzuerkennen, aber das Auto holt die Wahrheit ans Licht. Der Mensch denkt zuerst an sich selbst. Und ja, manchmal ist er rücksichtslos und wütend. Im Alltag verbergen wir diese Seiten, doch im Auto kommen sie ans Tageslicht. Man könnte sagen, das Auto macht uns zu dem, was wir tief im Innersten sind, Egoisten, die manchmal ein bisschen oder auch viel Macht zu genießen wissen. Also, wie wäre es, wenn wir uns dieser Wahrheit mal stellen? Vielleicht sind wir alle gar nicht so sozial, wie wir glauben. Denn die schmutzige Wahrheit ist, im Auto sind wir alle ein bisschen mehr bei uns selbst und ein bisschen weniger bei den anderen. Wir Menschen sind schon faszinierende Geschöpfe. Im Alltag verhalten wir uns oft gesittet, freundlich und sozial. Meistens jedenfalls. Doch sobald wir ins Auto steigen und die Türen schließen, scheinen wir uns zu verwandeln. Es ist, als ob wir in den Dschungel zurückkehren und plötzlich diese egoistischen Urinstinkte herauskommen, die wir in uns tragen. Was hat das Auto nur mit uns gemacht? Egoismus, die erste Lektion des Lebens. Wir lernen von klein auf, wie wir die Welt manipulieren können oder zumindest, wie wir uns Aufmerksamkeit verschaffen. Dieser Instinkt begleitet uns das ganze Leben. Und was gibt es Besseres als ein Auto, um das volle Ego zu entfalten? Das Auto als Ego-Booster. Im Auto fühlen wir uns wie Könige unserer kleinen, rollenden Festung. Hier haben wir die Kontrolle. Die Straße gehört uns. Bis jemand vor uns fährt, versteht sich. Wir bestimmen die Geschwindigkeit, die Musik und die Route. Manchmal hat man fast das Gefühl, das Auto sei eine Erweiterung unserer Persönlichkeit. Und je größer das Auto, desto größer das Ego? Aggression und Ungeduld auf vier Rädern. Kaum jemand verliert schneller die Nerven als Autofahrer. Nur ein kleiner Fehler von jemand anderem und plötzlich schreien wir Wörter, die wir sonst vielleicht nie laut sagen würden. Warum? Weil das Auto uns irgendwie erlaubt zu explodieren. Vielleicht liegt es daran, dass wir meinen, diese Verkehrssünder hören uns nicht. What are you talking about, you psycho? You don't gotta drive. Der Gedanke daran, wie lächerlich wir dabei aussehen, kommt uns im Moment nicht in den Sinn. Der Kontrast, drinnen der Gorilla, draußen das Laweise, können wir nach einem kleinen Wutanfall im Auto ganz freundlich und ruhig aussteigen, als wäre nichts passiert. Ein kleines Wunder der menschlichen Psyche. Im Alltag würden wir nicht so impulsiv auf Fehler anderer reagieren. Doch im Auto? Da scheinen alle Regeln außer Kraft gesetzt. Anscheinend verwandelt uns das Auto in Menschen, die wir sonst nicht sind, oder? Psychologie hinter dem Fahrergesicht. Psychologen nennen es Road Rage. Und wir alle kennen es. Die Mischung aus Isolation, Kontrolle und Anonymität lässt unsere dunkleren Seiten hervorkommen.
I'm sorry. See? Like that. Man kann schreien, hupen und sich wie der König der Straße fühlen, ohne Konsequenzen. Ist das Auto also ein Ventil für unsere unterdrückten Aggressionen? Vielleicht. Oder es zeigt einfach, dass wir alle ein bisschen wie Höhlenmenschen reagieren, wenn wir denken, niemand hört uns. Am Ende bleibt die Frage, sind wir wirklich wir selbst im Auto? Oder zeigt das Auto die Seiten von uns, die wir sonst verstecken? Vielleicht sollten wir uns gelegentlich fragen, ob das Fahrergesicht nicht ein kleiner Teil unseres wahren Selbst ist. Der Teil, der ein bisschen mehr Freiheit und Kontrolle braucht, als wir zugeben wollen. Ein kleiner Gedanke für die nächste Fahrt. Vielleicht bist du gar nicht so sozial, wie du vorgibst zu sein. Oder wie du es gerne nach außen zeigen möchtest. Könnte es sein, dass das wahre Ich am Steuer ans Licht kommt?